Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mini Schoki. Mein Name ist Melina und habt ihr euch schon immer mal gefragt, wie man so lässige russische Tülle benutzen kann? Wir zeigen euch das heute. Anhand von einer Swiss Meringue Buttercreme lernen wir, die schön zu dressieren. Wir machen aber nicht nur Blümchen aus Buttercreme, nein, wir tun die herzigen Blumentöpfchen, die aus Schoki hergestellt sind, auch noch befüllen mit einem feinen, saftigen Rüeblikuchen und die dann schön ausdekorieren mit der russischen Tülle. Ja, und jetzt geht's los. Viel Spass dabei. Für die Swiss Meringue Buttercreme braucht man entweder 100 g frisches Eiweiß oder, wenn man das nicht hat, 17 g Eiweißpulver, zusammengemischt mit 85 g kaltem Wasser. Dann 240 g Kristallzucker, nach Belieben 1 Teelöffel Vanilleessenz, 340 g weiche Butter und nach Belieben verschiedene Schälfarben zum Buttercreme einfärben. Okay, für die Swiss Meringue Buttercreme, was übrigens ganz eine feine, luftige Buttercreme ist und wunderbar geeignet zum russische Tülle benutzen, brauchen wir Eiweiß. Entweder, wie gesagt, nehmen wir ein frisches Eiweiß oder ihr könnt auch unser Eiweißpulver verwenden. Wir finden das ganz praktisch, weil dann haben wir kein voriges Eigelb. Zudem ist es auch pasteurisiert und ihr habt jederzeit die Möglichkeit, etwas Feines zu kreieren, egal zu welcher Tageszeit. Tun das Eiweißpulver und das Wasser, das kalt ist, miteinander in einer Schüssel vermischen. Und da ist es jetzt wirklich so, dass es zuerst mal ein bisschen lustig aussieht, auch manchmal ein bisschen klumpen kann. Und da müsst ihr euch wirklich davon nicht abschrecken lassen. Tun es einfach gut mit dem Schwingbesser zusammenmischen. Weil jetzt braucht es sicher nur 20 Minuten, bis es ein bisschen aufquellen kann und dann auch schon fertig bereit ist zum Schaumig schlagen oder weiterverarbeiten. Ich tue das jetzt in der Zwischenzeit kurz in den Kühlschrank, bei den 20 Minuten sollte man dem schon geben und nachher machen wir dann gleich weiter. So, mein Eiweißpulver mit dem Wasser hat gut miteinander quellen. Man sieht es auch, es hat jetzt kein Stückchen mehr und jetzt kommt der Zucker dazu. Die 240 g Zucker könnt ihr alle zusammen hier rein in die Schüssel rein tun. Alles nochmal gut mischen. Und jetzt tun wir ein Gutsch Wasser in ein Pfännchen rein. Schaut vorgängig noch, dass das Pfännchen etwas kleiner ist wie eure Schüssel, sodass dann die Schüssel nur vom Dampf erwärmt wird. Also ein Gutsch Wasser rein. Das Ganze wird jetzt auf den Herd tun und einmal aufkochen. Meine Eiweiß-Zuckermischung kommt jetzt hier über das Pfännchen und das wird alles zusammen erwärmt. Man darf es aber ja nicht kochen lassen oder zu fest erwärmen, sonst würde das Eiweiß fest werden und dann hat er ein süßes Rührei, was man natürlich nicht will für eine Buttercreme. Das geht auch ein Zeitchen. Man kann auch mit einem Thermometer messen, dass es nicht heiß wird, oder man tut einfach schnell den Finger rein. Ganz unkompliziert. Gut, mein Eiweiß ist jetzt soweit parat. Ich habe es schon umgeklärt, die saubere, fettfreie Schüssel. Sie sollte definitiv jetzt ein bisschen schön gross sein. Ich arbeite jetzt mit einer Küchenmaschine, dann geht es ein bisschen schneller. Ihr könnt es aber auch ohne Probleme mit dem Handmixer schaumig schlagen. Und das sollte einen schönen, steifen Eischnee geben. Mein Eischnee ist jetzt schön steif geworden. Ihr seht, es gibt da wunderbare Spitzchen. Jetzt kommt noch die Vanilleessenz dazu. Und dann noch der weiche Butternadis. Beim Butter ist wichtig, dass er wirklich, wirklich weich ist und nicht vielleicht nur 10 Minuten draußen gestanden ist bei Raumtemperatur. Wenn er so drauf langt mit dem Finger, dann sollte er sicher weich sein, aber auch nicht total schmierig. Tun es auch nicht in der Mikrowelle erwärmen, dass ihr die Hälfte Soße habt und die Hälfte Butterstückchen. Es sollte wirklich so komplett alles schön weich sein. Vanilleessenz ist natürlich für den guten Geschmack.
Man kann ja jetzt die Buttercreme eigentlich beliebig aromatisieren. Man könnte auch ein bisschen Alkohol drin tun. Oder mit Frischkäse noch arbeiten. Es gibt da wirklich tausend verschiedene Möglichkeiten. Nachdem kommen jetzt also die Butterstückchen dazu. Mögliche Fehlerquellen bei einer Buttercreme. Da geht es eigentlich immer um Konsistenz und um Temperatur. Es kann sein, dass der Butter zu kalt war, dann gibt es Klümpel drin. Das kann man ganz einfach beheben, indem man mit der Schüssel nochmal aufs Wasserbad geht und das ein bisschen nachwärmen. Wir nehmen manchmal auch einen Heißluftföhn, also wer das gerade daheim hat, ist auch noch etwas Gäbiges. Dann kann man an einer Chromstahlschüssel immer von außen ein bisschen nachwärmen. Wenn euer Butter zu weich war, also schon fast flüssig, dann müsst ihr einfach die ganze Buttercremeschüssel in den Kühlschrank hineinstellen und nachher noch mal weiterschlagen. Grundsätzlich kann man sagen, es ist nie zu spät, um entweder ein bisschen nachwärmen oder ein bisschen kühlen gehen und das Ganze noch mal schön schaumig schlagen. Meistens kommt es mit ein bisschen Geduld alles schön wieder zusammen. Meine Buttercreme ist soweit jetzt fertig. Aber ihr seht, sie ist ein bisschen kompakt, finde ich jetzt fast, für die Art von Blumen. Also ich habe es lieber, wenn sie richtig, richtig schön weich ist und immer auch noch schaumig. Was man zwischendurch auch mal machen sollte, ist den Rand einfach kratzen. Manchmal hat es dort nämlich noch mehr Meringue und es hätte sich gar noch nicht richtig mit dem Butter zusammenmischen können. Da braucht man wirklich eine einheitliche und homogene Masse bei der Buttercreme-Herstellung. Also es gibt noch eine Runde. So, meine Buttercreme ist fertig. Jetzt geht es ans Einfärben. Gut, jetzt geht es ans Einfärben. Verwendet immer Pastenfarbe oder Schälfarbe, weil sonst kann es euch nachher sein, dass die Konsistenz zu fest verändert ist von der Buttercreme. Die sind auch wirklich wahnsinnig intensiv und es braucht ganz, ganz wenig davon. Tun Sie immer zuerst auf ein Löffel, nicht dass euch viel zu viel Farbe ins Schüssel reinkommt. Und tun dann so nach und nach das biegen. Ihr könnt es wirklich grad ins Schüssel rein tun oder auf die Buttercreme drauf. Und dann würde ich es euch empfehlen, es mit dem Mixer schnell zu machen oder eben immer noch in der Küchenmaschine. So, das gefällt mir schon sehr gut, das Gel. Natürlich dürft ihr da selber kreativ sein und eure Farben zusammenmischen, wie ihr erwähnt, so intensiv, wie es euch denn gefällt. Dann machen wir uns gerade das Grün dran. Aus einfachen Gründen, ich habe hier noch Gel am Mixer. Grün brauche ich nicht ganz so viel für die Blätter, ich will aber doch zwei verschiedene Grün machen und tue darum ein bisschen Leaf Green mit dem Holy Green zusammenmischen. Ja, und wenn ihr nicht ganz so farbige Finger habt wie ich, könnt ihr natürlich auch Händchen anziehen für die Arbeit. Aber ich sehe auch mal gerne aus wie ein Maler, darum macht auch nicht so viel. Wenn ihr jetzt genau den gleichen Farbton habt wie hier das Grün, aber etwas heller, dann dürft ihr einfach von dem Grün das Bier ein bisschen übernehmen und das dann anmischen mit der weißen Buttercreme. Jetzt färben wir Pink einfärben und noch ein schönes Violett. Ich zeige euch die entsprechenden Farbtöne. Ihr könnt es einmal auch ein bisschen an den Rand tun. Eure Pastenfarbe und dann noch dein Logo reinnehmen.
Da haben wir jetzt Raspberry, das gibt ein schönes Pink. Für das Violett brauche ich gerade zwei Farben, einfach weil es mir so besser gefällt. Ich nehme einmal das Violett, das ist das Purple. Und tue dann aber gerade auch noch ein bisschen vom Claret drin. Dann ist mein Violett nicht ganz so kalt. Dann bringe ich da noch ein bisschen Wärme drin mit dem schönen Rotton. Wenn wir jetzt die Dressiersäcke abfüllen, dafür habe ich die kleinen Mini-Einweg-Dressiersäcke genommen. Und was ich auch habe, sind die kleinen Adapter für die kleinen Blatttüllen. Schneide da vorne jetzt mal ein bisschen ab. Adapter sind übrigens immer gut dafür, wenn ihr die Tüllen möchtet wechseln möchtet, aber die gleiche Farbe Buttercreme im Dressiersack lassen. Also so sind wir relativ flexibel, um die Tülle zu wechseln. Man macht hier nämlich auf den Dressiersack, tut dann den ersten Teil rein vom Adapter, der etwas grösser ist. Jetzt kommt die Tülle drauf, die ich gerne verwende, und die wird dann angemacht mit dem zweiten Teil vom Adapter. So angeschraubt. Und jetzt bin ich auch schon bereit zum Buttercreme einfüllen. Das ist eben eine wunderschöne Blatttülle. Kann man ganz feine, schöne Blätter damit machen. Und mit Hilfe von diesen Adapter kann ich jetzt jeweils von der grossen Blatttülle die kleine Blatttülle wechseln. Das wird dann so gehen, dass ich den Adapter wieder aufschraube und die dann einfach könnte ich wechseln gehen, wie es mir beliebt. Einmal die Kleine drauf. Und so könnt ihr wirklich ganz einfach schnell die Tülle wechseln und müsst nicht jedes Mal den ganzen Dressiersack neu machen. Wie ihr seht, habe ich jetzt eine Frischhaltefolie bereit gemacht. Ich mache jetzt nämlich einen mehrfarbigen Dressiersack machen, wo ich verschiedene Buttercreme-Farben miteinander kombiniere. Da könnt ihr auch wieder kreativ sein und selber verschiedene Kombis ausprobieren. Ich fange eigentlich grundsätzlich immer mit der Natur an oder mit der hellen und werde dann gegen die Mitte rein von der Blume sozusagen dunkler. Ich tue also meine erste Schicht von der Natur Buttercreme schon mal drauf. Ich tue die jetzt auf meiner Frischhaltefolie auch ein bisschen zu einem Rechteck verteilen. Und jetzt wähle ich noch eine zweite Farbe aus. Man könnte natürlich auch noch eine dritte oder vierte Farbe. Ich mache es jetzt einfach zweifarbig. Und tue ja jetzt mein Gel so ein bisschen in die Mitte positionieren. Und tue das auch noch mal ein bisschen verstreichen. Auch das links bis auch ganz rechts raus überall gel hat. Es soll einfach noch in der Mitte bleiben. Als nächstes nehme ich jetzt das Zipfeli von der Frischhaltefolie und tue das einmal so umklappen. Ich kann es jetzt auch wieder lösen und ihr seht schon, meine Wurst hat sich da ein bisschen gerollt. Und jetzt kann ich die zweite Seite so gut zusammendrücken. Also mein Ziel ist eigentlich, dass in der Mitte drin gel ist und aussen durch ist dann nachher die weiße Buttercreme. Natürlich muss man da manchmal auch ein bisschen üben, dass man das Gespür dafür hat, wie gross das Rechteck sein soll. Nachher, wenn ihr fertig sind, könnt ihr die Frischhaltefolie einfach übereinander tun. Ich nehme also meinen Dressiersack, tue hier grosszügig abschneiden vorne und den Adapter oder das erste Teil vom Adapter mal rein. Und hoppala, zu wenig abgeschnitten. Aber schneidet lieber zu wenig ab, wie zu viel.
Ist ja schade, wenn man den Dressiersack müsste vorkehren. Dann kann ich eine Tüle draufsetzen, egal welche russische Tüle. Da könnt ihr wirklich auch alle ausprobieren mal. Ich habe mich jetzt auf 4 beschränkt. Und eure Wurst tun ihr dann in den Dressiersack rein. Also die kann man dann so nehmen und einfach hier reinlegen. Und die zweite Farbe, die ich jetzt hier kombinieren möchte, ist eben Violett. Und das tue ich jetzt so ein bisschen in der Mitte positionieren. Gut, jetzt noch ein bisschen zu den Tüllen. Ich habe jetzt 4 ausgesucht und zwar habe ich hier 6-blättrige Tulpenform ausgesucht. Die findet ihr im grünen Set drin, für den gelben Dressiersack. Dann habe ich eine 5-blättrige Tulpe mit dem violetten Dressiersack vom pinken Set und einmal noch eine eher geschlossene Tulpe. Das wäre die hier vom orangen Set und eine, die noch so Stempel drin hat. Und dann hochkommen, das ist auch vom orangen Set. Ja, und jetzt geht es los zum Probieren mit der Buttercreme zu arbeiten. Es ist immer ein bisschen ein Ausprobieren, ob die Konsistenz stimmt oder nicht. Je kälter die Buttercreme, desto fester ist die Konsistenz. Und es gibt wirklich auch Tüllen, die besser sind für eine feste Buttercreme, gerade wenn irgendwelche Stempel, die sehr fein sein sollten, stehen bleiben. Dann gibt es aber auch Tüllen, die besser geeignet sind für eine weiche, also eine wärmere Buttercreme, die ein bisschen mehr schaumig geschlagen ist. Ich würde euch sowieso empfehlen, bevor ihr alles einfärbt und parat macht, tönt doch eure Tülle einfach mal mit einer Natur-Buttercreme ausprobieren. Dann seht ihr, ob sie euch eher liegt oder nicht. Ich finde, es macht mega Spass, um die alle zuerst mal vorgängig auszuprobieren, bevor ihr sozusagen das finale Produkt dann macht, wie eure herzigen Blumentöpfchen. Wichtig ist auch, dass man sozusagen zuerst ein bisschen unten bleibt, damit die Buttercreme sich mit dem Boden kann verbinden kann und erst dann langsam mit gleichmäßigem Druck hochzieht. Also ich bleibe hier zuerst ein bisschen unten, drücke und erst jetzt gehe ich langsam hoch, höre auf zum Drucken und ziehe es mir jetzt weg. Und so haben wir jetzt die 5-blättrige Tulpe, die in der Mitte auch ein paar Stempel hat. Jetzt kommen wir zu der Vorbereitung von unseren herzigen Blumentöpfchen. Wie gesagt, das ist Milchschoki mit ein bisschen Rüebli-Extrakt, dass die so schön Terracotta-farbig aussehen. Ja, Rüebli-Cupcakes passen natürlich sehr gut dazu. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Cupcake verwenden, Schoki oder Vanille oder was ihr am liebsten habt. Manchmal ist es ja vielleicht so, dass nicht alle ganz so schön werden bei den Cupcakes und ihr denkt, ja, was könnte ich echt mit ihnen machen? Das wäre zum Beispiel eine Idee, wenn sie vielleicht mal nicht so schön aufgegangen sind oder so oder drüber ausgelaufen. Tun sie einfach einmal auspacken aus dem Papierli. Und der Ring, der sollte natürlich ein bisschen kleiner sein wie euer Schokitöpfchen. Ich nehme hier das Cupcake raus, tue es einmal ausstechen. Wir können das auch wunderbar mit Rüebli-Biscuit machen, die vielleicht noch vorig haben oder Rüebli-Torte oder so. Ich tue jetzt die vorigen Stückchen gleich unten rein. Und das, was ich ausgestochen habe, hier. Natürlich kann man die schönen Buttercreme-Blumen mit der russischen Tülle auch direkt aufs Cupcake drauf tun. Das wäre auch eine Möglichkeit.
So, ich habe hier noch ein paar Cupcakes. Die könnte ich jetzt auch noch mit meiner vorigen Buttercreme dekorieren. Die Blumentöpfchen, die herzigen, sind jetzt fertig. Ich habe mega Freude daran. Ich hoffe, ihr habt auch so Spass. Denn wenn ich jetzt gerade am Buttercreme-Blumen dressiere mit der russischen Tülle und ja, sind kreativ, tun euch etwas getrauen, tun auch ein bisschen üben, einfach mit Natur-Buttercreme und haben Freude daran am Backen und kreativ sein. Ich wünsche euch viel Spass beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.